Guten Morgen zusammen. So, heute geht es dann erstmal zum Flughafen Düsseldorf. Da werden wir ein paar Flieger starten, landen sehen. Wieder mal so ein bisschen Flughafenluft schnuppern. Ja, das ist ja so ein ganz besonderer Ort für mich, weil ich da ja meinen allerersten Flug hatte und auch der Flughafen bei der Flugangstbekämpfung eine wichtige Rolle gespielt hat. Und im Dezember geht es dann von da aus auch nach Miami. Ja, und ich mag das halt jetzt alles ganz gerne, so alles, was mit Fliegern zu tun hat. Deswegen verbinden wir das. Und von da aus geht es dann heute zur Aufzeichnung von Grill den Hänsler. Wir waren da vor 3 Jahren, glaube ich, 3 Jahren auch schon mal. Und das war echt ganz cool. Ja, und jetzt hatten wir das passenderweise jetzt nochmal wiedergefunden. Und schauen wir mal, wer da so heute von den Promis ist. Wahrscheinlich darf ich das ja noch gar nicht verraten, weiß ich aber auch nicht. Letztes Jahr habe ich auch schon die Bilder mit den Leuten zusammen gepostet. Ich schaue mal, was da so zu filmen ist, was ich euch davon mit zeigen kann. Ja, aber wie gesagt, gleich geht's erstmal nach Düsseldorf. Jetzt auch mal endlich angekommen nach ewig langer Parkplatzsuche und ein Kumpel hat uns jetzt einen guten Platz verraten, wo wir vielleicht noch besser sehen können als auf der Besucherterrasse, weil nicht so voll, und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Jetzt doch noch mal auf die Besucherterrasse zu gehen. Von da können wir dann gleich den A380 besser landen sehen. So, jetzt sind wir hier auf der Besucherterrasse. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt noch. Es ist natürlich jetzt hier relativ laut durch die ganzen Flugzeuge. Aber das ist hier wirklich heute sehr, sehr schön entspannt. Es ist ja jetzt Mittwoch. Wir waren sonst eigentlich immer nur Wochenends dort. Und dann war es eigentlich so, dass drüben an der Kontrolle, wo man dann eben das Ganze normal machen muss, wie bei einem normalen Check-in auch, war immer sehr, sehr viel los. Und das war heute überhaupt nicht. Wir waren nur nur mein Mann und ich da drinnen jetzt, konnten ganz entspannt die Sachen eben schnell in diese Kästen legen, einmal durchleuchten, und jetzt sind wir hier auch auf der Terrasse. Ja, und dann gucken wir mal, was hier gleich noch alles so startet und landet, bevor dann um ca. 13.15 Uhr, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, der A380 von Emirates landen wird.
total schade, dass man das jetzt einstellt. Düsseldorf. Jetzt fahren wir weiter. Es geht jetzt Richtung Köln, wo dann nachher die Aufzeichnung von Grill den Hänsler ist. Ja, wir hatten super viel Glück gerade, denn bis zur Landung von meinem Riesenbirdie war es wirklich trocken. Es kamen so die ersten kleinen Tröpfelchen. Ja, und jetzt, wie ihr seht, fängt es dann doch an zu regnen. Aber jetzt ist es auch egal. Wir sitzen im Auto und nachher dann im Fernsehstudio. Von daher, ja, schauen wir mal, was dann jetzt der nächste Teil des Tages bringt. So, und da sind wir jetzt auch schon. Wir sind eigentlich schon länger hier, aber haben dann erst nochmal im Auto einen kleinen Snack gegessen und ja, es ist eigentlich noch viel zu früh, aber wir gehen da jetzt einfach mal hin und gucken, ob wir drinnen schon was trinken können, wie auch immer, und dann schauen wir mal. Thank you.
wieder zurück zu Hause. Es ist bereits schon wieder morgens. Wir sind ja gestern recht spät dann zurückgekommen von Grill den Hensler. Wir waren irgendwie so, ich glaube, kurz vor 10:30 wieder auf dem Parkplatz. Also es war richtig, richtig gut. Wir waren ja vor 2 oder 3 Jahren schon mal da. Da war das auch noch das alte Studio. Und eigentlich hatte ich mich gefreut darauf, mal ein paar Fotos von der Kulisse von der Daily Soap unter uns, wer das kennt, machen zu können. Denn ich weiß, dass wir damals an dieser Kulisse vorbeigelaufen sind, um in das Studio von Grill den Hensler zu kommen. Ja, leider ist das neue Studio etwas weiter vorne und wir sind da nicht dran vorbeigekommen, aber gut. Ja, die Show war wieder grandios, also wir stehen da einfach drauf. Ich weiß, es polarisiert und manche finden das auch ganz furchtbar, so seine Show und so weiter. Aber wir finden es toll und die Aufzeichnung, das macht so richtig Spaß. Und auch diesmal war es wieder toll. Ja, Promi-mäßig will ich auch nicht ganz so viel verraten. Einen Promi werdet ihr halt sehen, weil der hinterher noch Fotos mit uns gemacht hat. Das ist der Willi Herren. Manche kennen ihn noch aus der Lindenstraße. Das ist noch so meine Generation, woher ich den kenne. Mittlerweile ist der ja wohl auch so eher so auf der Partysängermeile und so weiter unterwegs. Aber er war ganz lustig drauf, er war da sehr sympathisch, wir haben hinterher noch Fotos machen können, mit dem Steffen auch, das hat er aber letztes Mal schon gemacht, sich sehr viel Zeit für die Fans genommen und das war richtig cool und ich kann auch sagen, man fragt sich ja auch immer, wie viel ist gefaked an so einer Show, also ich habe das damals schon gesagt, das ist gar nicht so. Ich habe immer so, wenn ich vom Fernsehen geguckt habe, gedacht, ja, jetzt zählen die Minuten runter, die Sekunden runter, damit das auch so spannend ist vor den Tellern und nee, aber das ist wirklich so. Also man sieht dort auch die Echtzeit und dann zählt man auch mit runter und wenn dann vorbei ist, ist vorbei. Das sind so Sachen, wo man das also vom Fernseher sich dann ja manchmal fragt, ja, ne, gefaked oder extra spektakulär gemacht oder, ne, nee, aber das ist wirklich alles so. Und zwischendrin, wenn dann die Pausen so sind, wo dann eben auch wieder umgebaut wird, Küche eben wieder ein bisschen aufgeräumt wird, was gerade beim Steffen ganz wichtig ist, glaube ich, macht er auch so selber noch, dass die dann da sind und sich mit dem Publikum so ein bisschen ihren Spaß machen. Da ist dann halt auch noch so ein Warm-Upper, der dann so ein bisschen da die Pausen überbrückt, damit das Publikum auch bei Laune bleibt. Nee, aber war echt super, ganz tolle Show und wir hatten viel Spaß. Ja, und ansonsten werden wir sowas sicher nochmal wieder machen. Ich finde das ganz interessant. Wir haben gestern auch gesehen, dass es dort in diesen Studios auch wohl so eine geführte Tour gibt, wo man dann so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann. Dort werden zum Beispiel eben auch, eben wie schon vorhin gesagt, unter uns diese Daily Soap von RTL gedreht. Alles, was zählt, wird da gedreht. Wer wird Millionär? Irgendwie dieses Dancing on Ice. Also richtig viel. Und ich finde das immer spannend und von daher werden wir bestimmt so eine Tour auch nochmal machen. Ja, während der Show durften wir leider überhaupt nichts fotografieren, nichts drehen, nichts sonstiges. Die Handys mussten also in der Tasche verschwinden, beziehungsweise in der Hosentasche, weil Handtaschen waren auch nicht erlaubt. Die hat man an der Garderobe abgegeben. Ist ja einerseits auch verständlich, denn das gehört sich ja auch alles so nicht ins Netz, besonders weil ja auch die Folgen ja erst später ausgestrahlt werden. Aber an sich war es trotzdem total cool und ein bisschen was habe ich euch ja mitbringen können. Also hinterher durften wir ja so ein bisschen fotografieren. Auch so ganz am Anfang haben wir das Set so ein bisschen fotografieren können. Ja, und das war wirklich ein toller Tag. Falls ihr das eben auch mal interessant findet, googelt da einfach mal nach. Es gibt die Karten, die sind auch nicht, das ist auch nicht wirklich teuer. Und da kann man wirklich mal so einen coolen Abend dann erleben. Ja, das nächste Video wird dann wieder unser großes Hobby beinhalten, denn am Sonntag geht es auch schon wieder ins nächste Städtchen. Städtchen ist gut, in die nächste Stadt. Und zwar wollen wir da nach Hamburg zu den Cruise Days und da werde ich natürlich auch wieder ein bisschen filmen. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss.